Die Laune von Jim Hagemanns Narbe dürfte aktuell nicht ganz so gut sein. Der SAP-Konzernchef beklagt ein unsicheres Umfeld. Mit den Zahlen für das erste Quartal hatte er die Markterwartungen zudem nicht erfüllen können. Sowohl Umsatz als auch Gewinnanstieg lagen unter den Prognosen der Analysten. Der Umsatz belief sich auf 3,6 Milliarden Euro, ein Anstieg um 8,3%. Das EBIT kletterte um rund 8% auf 901 Millionen Euro. Die Ziele für das Gesamtjahr hat SAP bestätigt. Viel verspricht sich der Konzern in Zukunft von der neuen Datensoftware HANA. Unternehmen können damit ihre Geschäfte in Echtzeit analysieren und dementsprechend schnell auf Veränderungen reagieren. Bei der Vorstellung der Software im Januar sprach Konzernchef Snabe von der wichtigsten Neuerung der letzten zwei Jahrzehnte. Fakt ist, dass SAP mit HANA nachhaltig zum Angriff auf Konkurrent Oracle bläst. Bisher ist der US-Rivale die Nummer 1 im Geschäft mit Datenbanken. Die meisten Analysten trauen SAP jedenfalls noch einiges zu. Die HSBC hat erst in dieser Woche ihre positive Einschätzung bestätigt. Das Kursziel liegt bei 74 Euro, ein Potenzial von über 20%. Warburg Research hat den Fairwert vor Veröffentlichung der Zahlen noch auf 70 Euro angehoben. Einschätzungen, die die Laune von SAP-Chef Snabe heben dürften.